die Herausforderung war eben, dass der Kundenkreis der Berliner Philharmoniker eben von Tokio über Singapur, teilweise China, Südamerika, die USA und Europa, also wirklich weltweit eine verteilte Klientel halt ist. Und da haben wir im Rahmen dieses Projektes verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie wir idealerweise mit der Amazon Web Services gemeinsam diese Videos in sehr hohen Qualität ausliefern können. Irgendwann hat sich eben herauskristallisiert, dass eben die beste Lösung ist, dass wir regionale Videoserver in den Regionen platzieren. Dafür nutzen wir Amazon EC2. Und damit eben die Benutzer automatisiert, egal wo sie auf der Welt sind, zu diesen Servern geleitet werden, nutzen wir eben von Amazon den Route 53-Dienst. Das ist ein weltweit verteilter DNS-Dienst. Bei den meisten Konzerten haben wir zwischen 3.000 und 5.000 Zuschauern, die parallel Live-Konzerte übertragen. Das hängt total davon ab, ob es zum Beispiel bekannte Solisten gibt. Und wir können die Infrastruktur so weit skalieren, dass auch deutlich höhere Zahlen möglich wären. Der Vorteil bei AWS ist, man kann wirklich für kleines Geld anfangen, kann aber nach oben unbegrenzt skalieren.